Samsung hat hier auf der IFA in Berlin außerdem vorgestellt die Gear VR, also eine Virtual Reality Brille. So sieht das Ganze hier beim freundlichen Samsung-Mitarbeiter unseres Vertrauens aus. Das ist ein Rundumblick sozusagen, insbesondere natürlich für Spiele. Das sehen wir uns jetzt mal näher an. Jetzt werfen wir mal selbst einen Blick darauf, denn es ist im Prinzip eine Halterung für das Note 4. Das steckt hier hinten drin, da sieht man es, das gucken wir uns gleich nochmal näher an. Und hier vorne hat man dann die entsprechenden Linsen. So sieht das Ganze aus. Also der Bildschirm des Note 4 wird sozusagen halbiert in der Mitte. Die eine Hälfte fürs rechte Auge, die andere Hälfte fürs linke Auge. Und dann gibt es jede Menge Sensoren da drin, die halt in Bruchteilen von Millisekunden feststellen, wird der Kopf gehoben oder gesenkt, nach links oder nach rechts gedreht. Und dementsprechend ändert sich das Bild. Das heißt also, wenn ich mich einmal komplett um meine eigene Achse drehe, so ändert sich auch das Bild. Ich habe das gerade eben mal ausprobiert. Also man kann bis zum Himmel gucken. Das ist der blanke Wahnsinn. Egal, ob man jetzt Spiele spielt oder beispielsweise im Pseudo-Kino sitzt. Und man kann natürlich auch 3D darüber machen. Also wirklich extrem viele Möglichkeiten, die das Ganze bietet. Die Bedienung ist absolut simpel. Hier oben, das ist das Fokusrad. Also ich beispielsweise trage ja auch Brille und dementsprechend kann ich das hier fokussieren. Damit werden die Linsen adjustiert. Das hier auf der Seite, das ist ein Touchpad hier drüben. Doppeltippen ist bestätigen. Hier habe ich zurück und die Lautstärke habe ich hier vorne. Aber wie gesagt, jetzt gucken wir uns da sozusagen mal die Innereien an, weil das ist hier letztlich ja nur einfach eine Abdeckung, die man abnehmen kann. So sieht das Ganze aus. Reichen wir an unseren Kollegen hier mal schnell weiter. Und hier sieht man, tada, da steckt das Note 4 ganz einfach drin. Ich weiß noch nicht, wann die VR nach Deutschland kommt. Nur so viel, so etwa Ende Oktober soll es in die USA kommen. Und danach dann irgendwann auch mal nach Deutschland. Ich hoffe mal rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft. Und ich gehe mal davon aus, Samsung hofft das auch. Und das müssen wir natürlich mal sehen. Und dann gibt es ganz sicher auch irgendwelche Bundles. Ja, und wie gesagt, dann wird einfach das Note 3 hier reingesetzt. Zack, hier kann man das dann, wird das ausgerastet. Und hier unten vorsichtig ausgehebelt. Und da sieht man dann einerseits hier die USB-Schnittstelle. Ich hoffe, man kann das hier im Licht erkennen. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Eben halt rechte Hälfte, linke Hälfte für die entsprechenden Linsen. Und so von innen sozusagen die Rückseite. Also man kann sich, glaube ich, das Prinzip jetzt recht gut vorstellen. Extrem beeindruckt hat mich das Ganze. Und jetzt können wir nur hoffen, dass das dann baldmöglichst auch in Deutschland verfügbar ist. So viel also als erster Eindruck des Samsung Galaxy Gear VR.